Hallihallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu Undertale. Wir sind in den Höhlen der Unterwelt. Eigentlich ist das ja, also es ist jetzt quasi eine Höhle in der Höhle, wenn ich das so richtig sehe. Und hier ist Undyne und macht Jagd auf uns. Zumindest hat sie letzte Folge so ein paar Speere auf uns geschleudert. Und hier gibt es überall diese Blumen, die Erinnerungen speichern können. Also die quasi das speichern, was sie so zuletzt gehört haben. Ich glaube, es ging jetzt in die Richtung weiter und hier ist Sans. Mir ist übrigens aufgefallen, dass jetzt im Startmenü, da hat man ganz am Anfang erstmal noch nichts gesehen, da ist jetzt Toriel und es stehen die beiden Skelettbrüder jetzt da. Ich glaube, da tauchen dann alle Leute auf, mit denen man so Freundschaft geschlossen hat in der Zeit. Skate? Ich denke darüber nach, mir einen Job im Teleskopgeschäft zu suchen. Also normalerweise kostet es 50.000 G, um dieses Premium-Teleskop zu benutzen, aber da ich dich ja kenne und so, kannst du es kostenlos nutzen. Na, wie ist das? Ja, natürlich nutze ich das gerne. Oh ja, hier, da haben wir auch schönen Ausblick in den Rotlichtbezirk. Sans, ich glaube... Ist da der Deckel noch drauf vorne? Nee, oder ist wirklich nichts, ne? Ich nehme mal jetzt an, das ist mal wieder ein Joke. Wahrscheinlich habe ich jetzt schwarze Augenränder, weil ich da durchgeguckt habe. Ja. Es war so klar. Hä? Du bist nicht zufrieden? Keine Sorge. Ich gebe dir eine volle Rückerstattung, bitte sehr. $0. Ist das Gold jetzt eigentlich wirklich geht? Was ist dein Stern? Kannst du ihn anfassen? Kann man es essen? Kannst du es töten? Bist du ein Stern? Nein, mein Kleiner. Und die Antwort auf alle anderen Fragen, die du vorher gestellt hast, lautet auch nein. Hier bleibt das Auge jetzt so. Sieht alles so schön aus hier. Was ist denn hier noch drin? Oh, der Eisverkäufer. Die uralten Glyphen wurden... Was? Achso, wurden übermalt mit einer Liste von 21 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Was habe ich denn eigentlich jetzt noch so im... Inventar? Was? Kann ich? Es ist eine Box, um Punchcards zu lagern. Die ist jetzt leer. Was sind Punchcards? Kommt vielleicht später noch. Ich habe meinen Laden verschoben, aber es gibt immer noch keine Kunden. Ja, du bist ja auch mitten in der fucking Höhle. Und es gibt nicht mal ein Schild, das sagt, dass du hier drin bist. Ah, zum Glück habe ich mir eine Lösung ausgedacht. Punchcards. Jedes Mal, wenn du eine neue Nice Cream kaufst, kannst du eine Punchcard aus der Box holen. Wenn du 3 Karten hast, dann kannst du sie für eine kostenlose... Ach so, so eine Stempelkarte ist das. Ja. Ich glaube, das heißt sogar, ich glaube, die englische Übersetzung für Stempel ist sogar Punch, also dasselbe wie für Schlagen. Ja. Das wird bestimmt Kunden einbringen, also möchte ich jetzt eine. Ja, nimm einfach mal eine mit, ich kann bestimmt, wenn nun Düne wiederkommt, brauche ich bestimmt Heilung. So, mit ihm haben wir geredet, hier wird's auch weitergehen. Komme ich aber noch nicht hin, da ist ein Entchen. Du bist aber kein Monster. Du siehst aus wie eine normale Ente. Okay, dann muss ich wahrscheinlich Blüten holen, oder? Oder vielleicht bekomme ich irgendwann mal was, wo ich dann einfach so übers Wasser kann? Du hörst eine Konversation. Also, hast du wirklich keine Wünsche? Ja, du hörst wieder eine Konversation. Nur einen, aber... Der ist irgendwie blöd. Wie schön das hier aussieht. Aber es ist wahrscheinlich radioaktiv. Achso, die Dinger hier. Okay, einfach sperren. Passt schon. Das erinnert mich ein bisschen an Monster Hunter in dem Gebiet, wo... Oh. Es ist ein paar Ballettschuhe. Willst du sie nehmen? Du hast die Ballettschuhe. Sag mir nicht, dass ich die anziehen kann. Ich kann die anziehen. Ballettschuhe. Was?
7 Angriff? Die Ballettschuhe, also diese benutzten Schuhe, lassen dich unglaublich gefährlich fühlen. Ach so, ja, also wenn ich Ballettschuhe anhab, da fühle ich mich auch immer gefährlich. Das ist, da gehen dann immer auch die Leute auf die andere Straßenseite, wenn die sehen, oh, der hat rosa Ballerinas an. Das ist jetzt, also... Okay, benutzen wir mal. Ich finde die Musik unglaublich schön im Hintergrund hier. Hallo, das ist Papyrus. Erinnerst du dich noch, als ich dich nach Klamotten gefragt habe? Also, der Freund, der das wissen wollte, also ihre Meinung von dir ist sehr mörderisch. Aber ich wette, das wusstest du schon. Und weil du das wusstest, habe ich ihr gesagt, was du mir gesagt hast, was du anhast. Ein Bandana. Weil ich wusste natürlich, nach so einer verdächtigen Frage, würdest du ganz offensichtlich deine Klamotten wechseln. Du bist so ein schlaues Kind. Was? Auf diese Weise bist du sicher? Und ich habe nicht gelogen. Okay, also niemand hat niemanden betrogen. Mit allen befreundet zu sein ist leicht. Trottel. Eigentlich bin ich der Trottel, weil ich hab's ihm wirklich gesagt. Ach du heiliger Mist, die Typen. Ah, ich will eigentlich nicht. So, alles klar, der kann mich jetzt, lalalala. Nein, ich muss das Grüne sammeln. Ah. Lol, muss ich ja nur hier bleiben. Also bei dem Ding muss ich auf jeden Fall waschen drücken und muss das Grüne einsammeln. Nein. Okay, jetzt kann ich zumindest schon mal hier Spare machen. Wow, nein. Ach du Kacke. Ich bin übrigens fast tot, ne? Aaron is sweating bullets, also Aaron schwitzt Pistolenkugeln. Buchstäblich. Ich muss hier schon wieder hier heilen, ne? Das ist. Bin echt scheiße da drin. Au, warum? Okay, ich flexe. Das hat er das letzte Mal nicht gemacht, oder? Nochmal flexen. Gott. Okay, nochmal flexen. Und er flext sich selber weg. 55 Gold, nice. Okay, na gut, okay, man kann aber dafür theoretisch auch zweimal Heilung kaufen. Also ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich das mache. Okay, sag das nicht. Komm schon, ich verspreche, dass ich nicht lachen werde. Wetten, das kommt dann am Ende raus, dass das dann Undynes größter Wunsch ist und ich kann das dann benutzen, um ihr Freund zu werden. Hier geht's nicht lang, schade. Die Macht, ihre Seelen zu nehmen. Dies ist die Macht, die die Menschen fürchteten. Ach, du schon wieder hier. Los, mach mich sauber. Nein. Das Grüne nehmen. Jetzt. Da. Zack. Oha, wo sind wir jetzt? What? Oh, ein Bandwurm. Oh nein, das sieht aus, als ob jetzt irgendwie so eine Art Kraken kommt. Ich kann nichts mehr machen. Renn, du Depp! Oh! Oh mein Gott, sie ist wunderschön. Hallo! Ich habe bemerkt, dass du hier bist. Ich bin Onion-san. Das Gesicht!
hier, Zwiebelsan. Onion-san, hörst du? Tschüss. Du besuchst den Wasserfall, oder? Es ist toll da, hä? Mir gefällt es, hä? Ja, mir auch. Es ist mein großer Lieblingsort. Obwohl das Wasser hier sehr flach wird, ich muss mich die ganze Zeit hinsetzen, aber... Hey, es ist okay. Es ist immer noch besser, als in die Stadt zu ziehen und in so einem überfüllten Aquarium zu leben. Das Gesicht ist cool. Wie alle meine Freunde es gemacht haben. Und das Aquarium ist sowieso voll. Also selbst wenn ich wollte, ist aber okay, hörst du? Und Hühne wird alles wieder gut machen, hörst du? Ich werde hier rauskommen und im Ozean leben, hörst du? Hey, das ist das Ende dieses Raums. Also wir sehen uns. Hab Spaß im Wasserfall. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Was zum Teufel war das? Lol. Uwak, was ist das? Shiren. Versteckt sich in der Ecke, aber... Shiren versteckt sich in der Ecke, aber geht trotzdem irgendwie auf dich zu. Okay, Lächeln, Conduct, Tom. Was kann ich denn machen bei der? Hat 19 Angriff! Was heißt denn das Angriff überhaupt? Bin ich jetzt instant tot oder was? Wahrscheinlich ist es wirklich so, ne? Ich habe wahrscheinlich den Verteidigungswert, mein... Der ist irgendwie bei 7 oder bei 8. Und wenn sie 19 hat, dann bin ich ja... Alter, die bringt mich um. Die ist komplett, die ist, glaube ich, taub, ja. Also die ist komplett taub. Und sie ist zu beschämt, um ihren tödlichen Ham-Ham. Sie ist zu beschämt, um ihr Lied zu singen. Ja, sie klopft einen leichten Beat mit ihren Flossen. Ich lächle. Du lächelst. Und du fragst Shireen, ob sie auch lächeln könnte. Sie wird ruhiger. In der Ecke nickt Aaron. So, okay. Alles klar. Also Aaron nickt von der Ecke her zustimmend. Tut. Okay, sie summt sehr. Also sie ist schüchtern. Und Aaron ist sozusagen wahrscheinlich ihr Bruder oder so. Oder ihr bester Freund. Ja, Conduct. Du wedelst wild mit deinen Armen. Du bist jetzt sehr, sehr offen für elektrische Attacken. Ach du Scheiße. Ich lächle nochmal. Du lächelst weiter, aber nichts passiert. Okay, sie denkt darüber nach, Karaoke zu machen. Okay, es passiert vielleicht nichts weiter. What the fuck? Auch summen? Oh, du summst eine Jazzballade? Und sie folgt deiner Melodie. Was? Sire, sire, see me, see me. Ah. LOL. Okay, Alter. Aber das, okay. Und tschüss. Okay, ich verstehe. Also man muss einmal summen, auch zu ihr. Dann macht sie zwar eine Attacke, wo sie richtig viele Noten raushaut. Und wenn die treffen, tut es, glaube ich, auch richtig weh. Aber dafür kann man sie danach verschonen. Okay, diese Macht hat keinen Konter. Tatsächlich kann ein Monster nämlich nicht die Seele, ein Mensch nicht die Seele eines Monsters nehmen. Wenn ein Monster stirbt, verschwindet seine Seele. Und es würde unglaubliche Macht nehmen, um Macht benötigen, um die Seele eines lebenden Monsters zu nehmen. Wahrscheinlich muss ich das dann am Ende oder so mit dem König da machen oder mit dem großen Bösewicht. Wie hieß der nochmal? Astor oder so? Ach, okay, egal.
Wahrscheinlich Philipp Amthor. Nee. Also der, wahrscheinlich muss ich das vielleicht am Ende machen mit dem großen Bösewicht, dass ich seine Seele nehmen muss. Aber es gibt eine Ausnahme. Die Seele einer speziellen Monsterspezies, die auch Bossmonster genannt wird, okay. Die Seele eines Bossmonsters ist stark genug, um nach dem Tod weiter zu existieren, wenn auch nur für ein paar Momente. Ein Mensch könnte diese Seele absorbieren, aber das ist bisher noch nie passiert. Und jetzt wird es auch nie passieren. Hä, warum jetzt wird es nie passieren? Okay, hier scheint es weiterzugehen. Ich habe Angst, dass der Steinhaufen zum Leben erweckt, deswegen gehe ich noch mal ein Stück in die Richtung. Das ist ein Piano. Soll ich es spielen? Hä? Sekunde. What? Okay, kann ich rausgehen? Ja. Hä? Also nicht das, was da an der Wand steht, das sind nur die Noten. Ja, ein heimsuchender Song halt in diesen Korridoren wieder. Willst du ihn spielen? Nur die ersten 8 sind okay. Also nur die ersten 8 Noten quasi. So, jetzt muss ich das rauskriegen, was hier für Noten kommen. Was ich hier für Noten brauche. Gott, ein Musikrätsel. Das ist eine Statue. Die Struktur am Boden scheint trocken zu sein. Okay. Was haben wir hier? Bitte nimm einen. Nimm einen Regenschirm? Ja, ich nehme einen. Du hast einen Regenschirm mitgenommen. Okay, den muss ich jetzt wahrscheinlich hier abgeben, damit das Ding trocken wird. Ja, klar. Sehr schön. Du platzierst den Regenschirm auf der Statue. In der Statue beginnt eine Musik zu spielen. Oh, fuck. Ich muss die nachspielen. Hat er nicht gesagt, nur die ersten 18, okay, aber das da oben sind nur 7. Okay, ich muss das mal aufschreiben, damit ich es ungefähr noch weiß, weil ich vergesse das unter Garantie wieder. So, also quasi dieser Kreis, hoch, rechts, Kreis, runter, runter, rechts. So. Zum Glück steht das da. Ja. Dann probieren wir das jetzt mal da aus. Sekunde, ging es da drüben noch weiter bei dem Regenschirm? Oh je. Oh, der Kleine wieder. Ja! Was? Kannst du auch keinen Regenschirm halten? Also, wenn du trotzdem hier langläufst, schätze ich, kann ich auch mit dir gehen. Lass uns gehen. Nee, Sekunde mal, Kleiner. Ich kann den Regenschirm halten. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, da habe ich schon geschaut. Undine ist nicht da. Also schätze ich, dass wir uns später sehen. Tschüss. Okay, dann machen wir jetzt erstmal dorthin. Probieren das mal mit der Musik. Ich will eigentlich nichts auslösen und dann kann ich am Ende hier nicht mehr lang. So, okay, also. Ja, wir spielen es. So, also. Kreis. Hoch. Rechts. Nochmal Kreis. Runter und nochmal rechts. Lel. Hat das Schild nicht gesagt, nur die ersten... Sekunde. Nur die ersten 8. Ich habe auch nur 7 gespielt, du. Ach, komm. Komm, geh durch.
Ja, ein Pokéball. Das ist ein legendäres Artefakt. Wirst du es nehmen? Na, aber selbstverständlich. Was? Du hast zu viele Hunde bei dir? Alter. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Jetzt gehe ich hier wieder die ganze Zeit zurück, Kai. Hast du schon gehört? Du bist zurück? Ich sag dir ein großes Geheimnis. Ich fange eine Band an, hörst du? Sie heißt die Red Hot Chili Peppers. Ja, ich konnte die ganze Zeit nur an diesen Namen denken. Und ich spiele keine Instrumente oder singe, also... Glaubst du, wir werden berühmt? Ja, natürlich doch. Ja, ich auch. Es wird so eine Qual. Er sagt mir wahrscheinlich jedes Mal was, wenn ich da hingehe, oder? So. Ich renne jetzt aber weg, wenn Monster kommen, ne? Damit wir hier mal ein bisschen schneller. Aber ich wurde gewarnt. Ich soll immer das Dings hier... Also ja, hier, tschüss. Was? Du lässt mich nicht fliehen. Warum nicht, du Sack? Böse! Eigentlich ist es total einfach. Hin und her einfach. Und ich krieg's teilweise trotzdem echt nicht hin. Ah, scheiße. Bin so fucking tot. Und tschüss. Ah, fuck, ey. Jetzt kann ich nicht mal mehr weglaufen. Warum nicht? Will aber fliehen können. Ich habe extra Ballettschuhe. Da muss man noch mal ein bisschen schneller laufen können hier. So, ich will speichern, damit ich wieder volles Leben habe und dann die Box da. So. So. Achso, Sekunde, wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich gespeichert hätte, nachdem ich die Box benutze. Ja? Hä, ich hab da... Das kann ich jetzt nicht nehmen. So. Hä, ich hab doch Platz. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Also ich habe jetzt 3 Plätze frei. Nimmt das jetzt gleich mehrere Plätze frei? Nein. Du sagst Aaron, er soll weggehen. Oh, widerspenstig, hä? Alter, sexuelle Belästigung hier. Ah, Alter. Ich sage euch, das wäre wirklich besser da. Also, da wäre der aggressive Run besser, da könnte ich ihn einfach umbringen. Ah, okay. Und tschüss. Ich hasse Aaron. Aaron. So, dann sind wir bei unserem Freund. Tschüssi. Oh, hast du gehört? Ich habe nichts mehr, worüber ich reden könnte. Da trotzdem das Gesicht ist voll geil. So. Kann ich jetzt hier mal nehmen oder was? Das ist doch jetzt alles kacke hier. Kann ich jetzt Schild lesen? Nee. Das ist ein legendäres, wirst du es nehmen? Ja, ich will es nehmen. Okay, pass auf, ich nehme es nicht. Warum bin ich denn überhaupt erst hier reingegangen? Und was soll das überhaupt heißen? You're carrying too many dogs. Muss ich einen Regenschirm tragen, wenn ich das hole?
steht denn hier überhaupt? Im nördlichen Raum verbirgt sich ein großer Schatz. Ja toll, ich kann ihn aber nicht nehmen. You're carrying too many dogs, was? Muss ich vielleicht alles ablegen? Brauche ich wirklich ein komplett leeres Inventar? Ich warne euch, ne, wenn ich jetzt was verpasse hier deswegen. Hi. Yo, du hast uns einen Regenschirm besorgt. Du bist der Beste. Lass uns gehen. Okay. Aber du gehst außerhalb vom Regenschirm. Warum gehst du? Du wirst gar nicht, du wirst doch nass. Oh Mann, und Undine ist so cool. Sie schlägt die Bösen zusammen und verliert nie. Wenn ich ein Mensch wäre, dann würde ich mir jeden Tag ins Bett machen. Mache ich auch so, aber das erzähle ich dir doch nicht. Ups. Also, wenn ich genau wüsste, dass sie mich zusammenschlagen wird. Haha. Ja, glaube ich, es wird hier auch so scheiße, wie ich hier am Ausweichen bin. Huch, was? Also, einmal, da hatten wir ein Schulprojekt und da mussten wir uns um eine Blume kümmern. Der König, also wir mussten ihn alle Mr. Dreamer nennen, hat uns freiwillig ein paar Blumen gespendet. Am Ende ist er jeden Tag in die Schule gekommen und hat der Klasse was über Verantwortung und so beigebracht. Das hat mich nachdenklich gemacht. Ich meine, hey, wie cool wäre es wohl, wenn Undine zur Schule kommt? Sie könnte die ganzen Lehrer zusammenschlagen. Ah, das Kind nervt. Also, vielleicht würde sie die Lehrer nicht zusammenschlagen. Sie ist zu cool, um eine unschuldige Person zu verletzen. Oha. Ist das das Capital? Hallo? Warum bleiben wir stehen? Okay. Achso, ich dachte, jetzt kommt Undine runtergesprungen. So, dann stecken wir... Achso, hier wäre auch nochmal ein Regenschirm. Hey, diese Kante ist ziemlich hoch. Yo, willst du sehen... Du willst Undine sehen, richtig? Okay, mach dein... Was? Mach deinen Regenschirm auf und spring auf meine Schultern. Ah, achso. Achso, nein, ich mach den Regenschirm zu. Okay. So, jetzt hat mir das nichts gebracht, weil ich jetzt doch nass werde. Oh. Okay, du gehst vor. Keine Sorge wegen mir. Ich finde schon einen Weg. Wie sie ihn jedes Mal auf die Fresse legt. Und hier, wie durch ein Wunder, kein Regen mehr. Was? Der leichte Klang einer entfernten Musikbox füllt dich mit Entschlossenheit. Was den alles mit Entschlossenheit hier füllt, ne? Okay, die Menschen, ängstlich wegen unserer Macht, haben uns den Krieg erklärt. Sie haben uns ganz plötzlich angegriffen und ohne Gnade. Ah, alles klar. Letzten Endes konnte es kaum Krieg genannt werden. Vereint waren die Menschen zu stark und wir Monster zu schwach. Nicht eine einzige Seele wurde genommen und unzählige Monster wurden in Staub verwandelt. Alles klar, das Typische, also die Menschen hatten quasi nur Angst vor den Monstern, weil sie denen theoretisch die Seelen hätten klauen können. Oh Gott, jetzt kommt Undine, oder? Dieser Halbschatten hier, der gefällt mir gar nicht. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, 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 fuck. Scheiße. We'll be right back.
Oh Scheiße, es ist ein Labyrinth, oder? Ah. Gott, es wird schneller. Nein, da geht's nicht lang. Nein, warum? Nein, ah. Lol. Ausgewichen. Nein. Gott. Geh schneller, Kind. Renne bis zum Ende. Shit. Sackgasse. Kann ich hier mal... Hallo, ich kann mein Inventar nicht nutzen. Sie hat mich in der Sackgasse. Ganz toll. Nein! Es klingt, als käme es von da drüben. Oh, du bist runtergefallen, nicht wahr? Bist du okay? Hier, steh auf. Pitman, hm? Das ist ein schöner Name. Danke, mein Name ist... Harald. Nee. Okay, warum hat Undyne das jetzt gemacht? Ich meine, sie hatte mich da, wo sie mich wollte. Sie hätte mich einfach greifen können und das wär's gewesen. Ich war ja auch schon angeschlagen, also hätte sie einen relativ easy Kampf vor sich gehabt. Naja, Oh. Hier ist überall, Geschenke. Oh, fuck, lass mich mal raten, es ist der Weihnachtsmann. Also das sind Häufen von, guck mal, das sind Batterien, oder? Das ist doch Minus und Plus. Ich weiß es nicht. Da gibt's aber einige Marken, die du erkennst. Teilweise Spielzeug dabei, ein zerbrochener Fernseher, Mülltonne. Naja, speichern wir mal hier. Und ich würde sagen, machen wir erstmal Schluss. Also es ist wahrscheinlich nicht der Weihnachtsmann. Es sah es aus wie Geschenke so, aber ja, wenn man genau hinguckt, sieht man, es ist Müll. ich weiß nicht, warum ich jetzt erst auf Geschenke gekommen bin. Wie auch immer. Was... Diesen endlosen Kreislauf des Mülls zu betrachten, füllt dich mit... Okay. Ich glaube, das ist das gleiche wie bei RTL-Zuschauern. Dieser endlose Kreislauf des Mülls. So, hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung oder einen netten Kommentar da lasst. Ansonsten sehen wir uns nächste Folge. Bis dahin, haut rein!